Hört ihr eigentlich selbst Wiener Lieder? Wenn ja, von wem? Puh, ja klar, höre ich Wiener Lieder. Wenig aber. Muss ich ehrlich gestehen, das ist einfach im Laufe des Musikerlebens oder des Berufsmusikerlebens ergibt sich, ich höre ja ab und zu, ja, ist so. Ich weiß auch gar nicht, wie oft aber eigentlich. Ja, Stadelmeier-Gruppe, muss ich ehrlich sagen, lege ich mir, mach mir ganz gerne auf. Also ich baue Wiener Lieder, es kommt schon vor, also so wie früher definitiv nimmer mehr, das muss ich sagen. Mhm. Früher sind wir viel öfters noch wohin gegangen, wo Live-Musik war, das haben wir jetzt eigentlich überhaupt nimmer mehr, weil wir eh so viel unterwegs sind und privat noch mit zum Heurigen gehe, nein, ich weiß nicht. Tatsächlich, wenn ich daheim Wiener Lieder auflege, das ist auch, weil mein Mundgelein ja auch draufsteht, ja. Ist Stadelmeier-Gruppe. Habt ihr ein Vorbild? Puh, gibt's viele. Interessanterweise, ja, eines ist schwierig zu sagen. Aber ein Künstler, den ich irrsinnig bewundere, der hat gar nichts mit Wienerlied zu tun eigentlich. Es sind zwei, die ich so schätze. Und zwar James Last auf der einen Seite und Udo Jürgens. Wieso? Die zwei eigentlich, na, weil die haben was geschaffen in ihrem Leben eigentlich. Das ist unglaublich. James Last zum Beispiel, mir gefällt erstens einmal dieser Happy Sound, ich stehe auf den. Das ist das Easy Listening, wie man sagt, großartig. Mir gefällt das einfach. Und ich bewundere ihn auch, die Biografie gelesen von ihm, zweimal sogar, wo der unterwegs war mit dieser Musik und dass er gerade im amerikanischen Raum damit und im Englischen, wirklich in England, solche Erfolge gefeiert hat. Der hat, glaube ich, 35 Mal die Royal Albert Hall gefüllt. Ja, ja. England, also das ist unglaublich eigentlich. Na, Riesenkarriere. Wahnsinn. Aber Jürgens, glaube ich, selbst erklärend. Das ist ein modernes Genie eigentlich. Für mich schon. Nicht? Für mich, also das ist... Absolut. Aber Vorbild kann man... Jetzt, weißt, aber Vorbild, ja. Weil man jetzt schätzt, also Musiker, die ich schätze, oder geht die... Ein Vorbild für ihn, ich muss sagen, ist Karl Hodin eigentlich. Das ist ein Vorbild, ja. Musikalisch gesehen. Ja, die Art, das zu interpretieren, das Instrument zu bewegen. Bin ich ganz bei dir. Auch bei mir, Karl Hodiner, würde ich, wenn, dann als Vorbild sagen. Komponist auch. Vor allem, ja, was mich betrifft, ganz speziell, was das Komponieren betrifft, da ist der Hodiner bei mir ganz oben. Es ist ja immer ein bisschen Schwierigkeiten mit so Vorbild, mit dem Begriff, weil es oft ein bisschen, ja, Vorbild, so gesehen, Vorbild ist ja an jeden, von dem er irgendwas ankupfert. Was ankupfert, was da war er dann viel. Und da war er dann viel. Nicht? Und da wäre auch wiederum Stadelmeier-Gruppe zu nennen. Also es gibt viele, auf die als wir... Als Backel, als Duo, wir sind Stadelmeier-Gruppe eigentlich. Ja, das ist fast. Ja. Wir können eigentlich sagen, Vorbilder in dem Sinn, so einzeln, wie gesagt, das ist ein Vorbild, glaube ich, haben wir beide nicht. Aber wir haben wahnsinnig viel, die uns inspiriert haben. Die uns inspiriert haben und beeinflusst haben, natürlich. Ja, ja, klar.